So. Danke, danke, liebe Margit, für die kurze Vorstellung. Ich freue mich, hier diesen Beitrag einbringen zu können mit dem lustigen Titel. Ich werde jetzt auch gleich meinen Bildschirm scheren. Das ist eigentlich nur eine, also ein Browser mit den und werde oben an den Tabs navigieren. Ich habe den Titel gewählt, weil es sind eh schwierige Zeiten und ich wollte den Spaß mit drinnen haben in der Ankündigung, weil wir hatten sehr viel, also Hard Fun sozusagen in der Entwicklung mit Turtle Stitch im letzten Jahr. Ich habe es kurz in dieser Beschreibung erwähnt. Es hat sich innerhalb der Turtle Stitch Community eine wochenlange gemeinsame Entwicklungsphase ergeben. Für die, die Turtle Stitch nicht kennen, Turtle Stitch ist eine kollaborative Plattform, eine grafische, also Programmierumgebung, deren Output für eine Stickmaschine verwendet werden kann, aber zum Beispiel, nachdem es einen SVG-Output hat, auch für verschiedene andere Gerätschaften, wie zum Beispiel einem Lasercutter oder einer Fräse auch. Benutzer arbeiten unterschiedlich mit Turtle Stitch. So schaut Turtle Stitch aus. Es ermöglicht einen Einblick in die Projekte, die von der Community hochgeladen werden, die erstellt werden. Das ist ähnlich wie bei Scratch. Wir haben uns ursprünglich auch an Scratch orientiert, bauen aber auf Snap auf. Und innerhalb von Turtle Stitch hat sich über die Jahre eine sehr aktive Community ergeben und zwei Community-Members sozusagen haben sich im letzten Jahr initiativ gezeigt und ein regelmäßiges Zusammenkommen gestartet, nachdem es im Jahr, als die Pandemie begonnen hat, eigentlich, also in dieser Phase, als die Pandemie aufgekommen ist, eigentlich also eine sehr große und negative Stimmung im Zusammenhang mit allen Making-Projekten eigentlich gegeben hat, haben wir dann plötzlich im letzten Frühjahr gemerkt, dass die Lust am Machen so stark ist und sich die Leute eigentlich gerne wieder zusammen scharren wollen, halt natürlich im Zoom, aber wir sind auch eine internationale Gruppe, also haben wir das eh schon öfter gemacht. Und Cynthia Solomon und Susan Klimczek haben initiiert die T and Turtle Stitch Sessions, aus denen heraus eigentlich was ganz was Tolles entstanden ist. Und zu dem möchte ich jetzt ganz kurz referieren. Hier ist auch ein Screenshot aus dem letzten Jahr. Ich habe immer wieder mal einfach auf spontane Screenshots gedrückt. Und das zeigt einerseits ungefähr, wie groß das Grüppchen war, in dem wir gearbeitet haben. Es waren immer so durchschnittlich, sagen wir mal, vielleicht so 16 Personen sind gekommen. Die Gruppe war vielleicht insgesamt 30 Personen groß und an Sonntagen hat es dann in unserem Breitengrad 15, 16 Uhr geheißen, wir versammeln uns. Ich muss zugeben, ich habe ein ganzes Monat im Sommer geschwänzt, weil ich musste auch mal in Urlaub gehen und wollte das machen. Aber das ist weitergelaufen und man hat sich ausgetauscht zu den eigenen und unterschiedlichen Entwicklungen mit Turtle Stitch. Cynthia Solomon ist, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen, ist eigentlich, also ist eine sehr namhafte Entwicklerin, ist durchaus alt, kann man sagen, weil sie über 80 ist mittlerweile, aber noch sehr aktiv und ist unglaublich begeistert von den Dingen, die man mit Turtle Stitch machen kann, also der pfadorientierten Programmierung. Und sie hat gemeinsam mit der Susan Klimczek, das ist die Dame, die da oben sitzt, die betreibt ein FabLab in Boston, eben aufgerufen zu diesen Meetings. Und alle anderen sind, also einige sind aus USA und andere sind aus anderen Ländern, viele, also Deutschland, Italien, Österreich, China. Ich werde jetzt einfach relativ zügig weitergehen, weil viel Zeit haben wir ja nicht. Aus diesen Sessions, aus diesen gemeinsamen Sessions ist dann jetzt eine tolle Publikation entstanden. Ich schalte jetzt noch einmal ganz kurz zu den Slides vor, weil da ist auf meiner zweiten Slides-Seite, habe ich eine kleine URL gemacht dazu. Ich werde mal schauen,
Vielleicht kann es auch jemand abtippen und in den Chat stellen. Ich tue mir gerade jetzt schwer, das hier zu navigieren, weil unten die, ich sehe das jetzt an der Leiste gerade nicht. Das ist tinyurl.com und /20turtles. Dann kommt man zu dieser Publikation, nach der ich jetzt da ganz kurz vorgehen werde. Also da ist ganz gut beschrieben, wer da kam, warum jemand kam, wie lang das gedauert hat und auch eine Erklärung dazu, was Turtle Stitch ist. Dann auch der Hintergrund auch von der Cynthia Solomon, die ja mit Seema Peppert gemeinsam gearbeitet hat am MIT. Dann ist ganz grob beschrieben, wie das funktioniert in Turtle Stitch. Ich denke, dass sich der eine oder die andere jetzt auch da orientieren kann. Das möchte ich jetzt keine Turtle Stitch Einführung machen, aber einfach ein bisschen die Bandbreite von dem darstellen, was da passiert ist. Ich muss einfach ein bisschen runterscrollen. Da kommen wir dann gleich zu einer Auflistung von verschiedenen Ansätzen, die da umgesetzt wurden. Also es gibt viele geometrische Designs. Wir haben sehr viel mit der Arc-Funktion gearbeitet, also mit indem man den Radius angeben kann und dann jetzt werden mich die Mathematiker natürlich auslachen und die Margit hilft mir sicher aus. Also diese den Kreisbogen wahrscheinlich. Danke, den Kreisbogen von einem Kreis zeichnen und dann entsprechend mit auf Basis von dem verschiedene Patterns entwickeln können. Genau, also ich erwähne den deshalb jetzt so ausführlich, weil dieser Kreisbogen jetzt auch sich als Befehl per Default auf Turtle Stitch als Block verfügbar ist. Das war er bisher nicht, aber der ermöglicht doch sehr viele Basics in der Erklärung und da sehr schöne Designs damit. Dann gehe ich einfach mal weiter runter zum ersten Projekt. Da wird noch die Oberfläche erklärt und dann schauen wir mal, wer da als erstes bei uns in dem Artikel genau ein Projekt erklärt. Und zwar ist es die da oben steht der Name, die Christine Burrows, genau, die in Tennessee ist. Da wird es eine Konferenz geben im Sommer, eine namhafte amerikanische Konferenz. Und es war so eine typische Situation, dass sie sich tatsächlich dann vom Strand in unser Meeting eingeschalten hat, weil man ist ja am Sonntagnachmittag an allen komischen Stellen und es hat ja keine Auflagen gegeben. Also es war ja ganz locker gehalten, von wo man kommen durfte. Hauptsache man war dabei und hat irgendwie ein Ohr reingesteckt und mitgehört. Und sie hat Muscheln gesammelt, so hat sie da ganz schön beschrieben und auf Basis dessen hat sie dann gefunden, sie möchte Designs machen nach der Formvorlage dessen, was sie da am Strand gefunden hat und hat es gemacht und hat es umgesetzt. Was man sehr schön in Turtle Stitch dann eigentlich sehen kann, ist, dass viele twittern dann auf unserer Twitter-Seite. Ich könnte da jetzt eigentlich auch oben umschalten, aber jetzt ist die Leiste gerade weg. Wenn man twitter.com Turtle Stitch eingibt, dann kann man eigentlich immer die ganze Bandbreite an Aktivitäten sehen, die Leute an verschiedenen Orten machen, weil wir unseren Twitter-Kanal halt gezielt dazu nutzen, dass wir das über Twitter darstellen. Sie hat dann auch noch andere Designs gemacht, und hat sich da so an Formen orientiert, die sie übers Mikroskop erkundet hat und hat es spannend gefunden, das umzusetzen. Dann ist Marina Jackson, die hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, genau ein Herz hat sie gemacht mit ihren Studentinnen, was eigentlich, je nachdem, manchmal gar nicht so einfach ist. Sie hat das dann erklärt, wie sie das macht. Dann haben wir den Paul Wege, das ist ein Lehrer aus Frankfurt, der hat dort ein Makerspace und ist auch Lehrer in einer Schule. Der hat dann die Fibonacci auf Turtle Stitch für sich entwickelt und natürlich kann man diese Kurven dann und diese Projekte einsehen.
Ich habe das auch, wenn ich da jetzt, wie viel Zeit haben wir ja nicht, 46 ist 10 Minuten noch, dann schaue ich mal, dass ich runterkomme und dann gebe ich auch noch diese URLs weiter und die Usernamen, wo man die Referenz dann hat, auch zu diesen Beispielen, die diese Leute erarbeitet haben. Teilweise ist das auch in diesem Artikel dann verlinkt. Hier hat er die Fibonacci-Kurve dann ausgearbeitet. Im nächsten Beispiel hat er erörtert, dass er Reiter ist und mit seiner Frau, die besitzen ein Pferd. Und dann, ich meine, die Projekte sind wirklich so aus den eigenen Interessen und Ideen entstanden. Das heißt, er hat dann hier den Parcours von dem Pferd programmiert. Ich weiß nicht, ob die Codierung, ich bin keine Reiterin, ich kenne das nicht, ob das was Typisches ist, dass man das so darstellt, wenn das Pferd so reitet, dass es dann hier, vielleicht muss es sich hier drehen. Ich nehme an, das dürfte schon sowas sein, muss es hier stehen bleiben. Vielleicht läuft es hier schneller, wo die Stickerei dann dicker angenommen ist und vielleicht muss es da ein Hindernis überqueren. Ich weiß nicht. Ich glaube, das dürfte so sein. Dann die nächste hat sich mit islamischem Design beschäftigt, Tracy Rutschitz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie unterrichtet in einer Schule in New York. Und hat hier auch beschrieben, wie die einzelnen, aus welchen einzelnen geometrischen Elementen die Muster zusammengestellt sind, hat sich im Museum orientiert und hat dann ihre Studenten das in der Art präsentieren lassen. Das nächste ist von der Beatrice, von der Beatrice Rappaccini. Die hat mit Processing zuerst gearbeitet und hat eine Lotusblüte dann in Turtle Stitch nachprogrammiert und ausgearbeitet. Hier ist eine Darstellung dessen, wie verschiedene Stiche aussehen. Also es ist immer das gleiche geometrische, also dieses Pentagon als Ausgangselement genommen und es stellt sich mit verschiedenen Stichen unterschiedlich dar. Die haben das so aufgearbeitet und das ist, glaube ich, Cynthia und die Susan Klimschek gewesen und auf einem kleinen Stück ausgearbeitet, das sie dann, glaube ich, in ihr Studio hängen, wo man dann klar erkennen kann, für die, die dann später kommen und sticken wollen, was die einzelnen Sticharten sind. Also auch wieder lustige Idee. Elaine war unglaublich, Elaine Wolf. Das war also sowas Fleißiges, eine fleißige Person habe ich überhaupt noch nie wahrgenommen. Die hat unermüdlich Patterns gemacht und dann ihre Quilts daraus entwickelt und auch aufwendige Programmierungen, was ich hier gelesen habe. Ich weiß, na, das steht nicht, das steht auf ihrem Blog, dass sie 35 Jahre lang nicht programmiert hat, aber früher, also eine Mainframe-Programmiererin von Computern war. Also sie hat die Modelle erwähnt. Ich kann nicht so viel damit assoziieren, deshalb habe ich es mir nicht gemerkt. Julia Quinto, die ist auch in Kalifornien an der Grenze schon zu Mexiko, macht auch immer spannende Projekte und die haben kleine Gnomis gemacht mit den Schülern, Schülerinnen und das dann auch ganz schön dargestellt. Ich kenne die, ich kenne Ich habe den Zugang nicht, also zu dem Chilling with my Gnomies. Ich weiß nicht, ob das eine örtliche Feierlichkeit ist, die sie da praktizieren. Sie hat es ein wenig beschrieben im Text. Dieses Projekt ist von Margaret Lowe. Die ist in der University of Warwick, das ist in Coventry. Haben wir auch mal ein Meeting gemacht mit Turtle Stitch dort und Warwickers, so nenne ich sie immer, die haben eine ganz tolle Anleitungsserie auch zu Turtle Stitch Codes und Projekten und haben auch so ein Outreach-Programm dort, wo sie zum Beispiel eben diese Fingerpuppets machen. Ich habe die auch schon mal in einem Workshop verwendet. Das ist eine gute und tolle Idee und haben auch Anleitungskarten zum Beispiel dazu, wie man Fraktale programmiert. Das habe ich jetzt in meine Anleitungskarte noch nicht übernommen, aber es ist auch wird referenziert über unser Turtle Stitch Website.
Gut, ich gehe mal hier schneller. Susan und Cynthia haben sich genau an dem Künstler Ed Amberley orientiert und da auch ganz lustige Motive gemacht. Gibt es auch eine Sammlung auf Turtle Stitch. Und die ist auch lustig, das ist eine Italienerin, die Lina Canone, südlich von Rom. Ich habe gerade vorher nachgeschaut, genau wo sie lokalisiert ist. Und was ich spannend finde, sie arbeitet mit sehr jungen Kindern und es schaut auch wahnsinnig experimentell aus, was rausgekommen ist. Aber ich finde es irrsinnig spannend, weil sie hat Kombucha verwendet. Das ist also aus der Kombucha-Pflanze hat sie dieses Rohmaterial zum Besticken gemacht. Also auch im ökologischen Kontext ein spannender Ansatz. Hat sie verstärkt mit Flieselin und dann bestickt. Schaut zwar jetzt so ein bisschen verschrumpelt aus auf den Bildern, aber ich mag das sehr gerne und ich denke, ich werde da selber mal den einen oder anderen Versuch machen. Alle gehe ich jetzt nicht durch, aber Heather hat auch also tolle Werke gemacht, also mit diesen Täschchen, das sind ja sehr saubere Arbeiten dann und richtigen guten Produktcharakter, sind unterschiedliche Dinge, die da rauskommen. Ist super, ja. Ich gehe da mal jetzt drüber. Das ist ein Sarah, ist in VA, ist, ich glaube, es ist nördlich von New York. Sarah Magner, hat eben diese Halterungen für heiße Coffee Cups gemacht. Die Kinesthetic Maps sind auch super. Das hat die, genau, da haben wir noch etwas mit Skating. Das ist die Überschrift für den Bereich. Genau, Simon Mong ist ein chinesischer Programmierer, der ganz großartige Codes in Turtle Stitch einbringt und auch mitentwickelt. Und er hat hier das Skating beschrieben seiner Tochter und hat also dieses Skating und das diese selbstreferenzielle Bewegen für Turtle Stitch aufgenommen und in seinen Unterricht mit reingenommen. Ich wollte noch sagen, diese kleinen Beiträge hier, die sind sehr stark runtergekürzt. Es wird noch, er hat es genauer beschrieben ursprünglich, es wird noch eine zweite Publikation geben, wo das ganz ausführlich drinnen steht. Und die Elisabeth, Beth Lloyd, genau, die ist joggen gegangen und hat die, also ihre, sozusagen in den, den die Margit hilft mir gleich wieder, also die Koordinaten. Laufstrecke. Die Laufstrecke kann man auch gut sagen. Genau, die hat sie aufgezeichnet, hat sie ja danach ausgesucht und nachher übersetzt ins Turtle Stitch und ausgestickt. Und so, aber um da jetzt nicht zu lang zu werden, werde ich runterscrollen. Hier ist auch noch etwas, das gibt es auf Turtle Stitch referenziert vom City Lab. Das sind Workshops für Kinder und ganze Familien auch, die... ja, möchte ich jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Und hier ist auch eine Datenvisualisierung von der atmosphärischen CO2-Kurve in den letzten 800.000 Jahren. So viel in Kürze mal zu dem, was hier zusammengefasst wurde. Ich gehe mal hoch und versuche mal hier weiterzuschalten. Leider ist da mein, Sie sehen oder ihr seht es jetzt noch, ich habe das jetzt kleiner machen müssen, sonst kann ich da oben nicht navigieren, habe ich doch ein bisschen einen, das noch einmal anders machen, einen Hacker bei meiner Präsentation, weil ich gedacht habe, ich mache es ganz schlau. So, ja, dann schalte ich. Ja? Ein bisschen noch zu dem Chat, ja. Da hat es ein paar gute Ideen gegeben. Ja. Unter anderem hat der Klaus gepostet, dass es auch auf dem Vorarlberger Bildungsserver einen Bereich ja. gibt für Coding. Genau, ja. Den Link im Chat. Und ich würde sowieso bitten, dass du uns dann vielleicht deine Folien mit ergänzt um die ganzen wichtigen Links, dass du uns die dann zur Verfügung stellst. Oder hast du es schon vielleicht sogar gemacht über den? Nein, gerne. Ich habe das natürlich vorbereitet und kann das gut machen. Ich möchte noch schnell zwei zeigen, die stelle ich dann rein. Das ist von der Lan Heng, die ist eine Lehrerin an einer Schule in New York. Die hat Sternchen gemacht, sage ich jetzt mal so flapsig, ja. Hat es dann auf Karton ausgestickt mit so einem Magnetrahmen und dann haben sie ganz tolle Laternen gebastelt. Die hat sich ins Zeug gelegt, aber die diese Konstruktion der Laternen ist so einfach, dass das gut funktioniert hat.
eine weitere, jetzt kann ich schon wieder da oben nicht weiter, nein, ich muss wieder umschalten, sorry, die, genau, das ist der Blog von der Elaine, und die Elaine hat, also die arbeitet sehr stark auch mit Papier, da ist es noch, hat sie, also eben noch ein anderes neues Feature von uns ausprobiert, aber die macht ganz tolle Sachen mit Papier und gibt es in den Schneideplotter rein und hat das auf zum guten Teil mit Turtle Stitch gemacht. Also da hat sie Papier und Stoff kombiniert. Das sind natürlich sehr aufwendige Sachen, die man in der Schule ein bisschen schwieriger machen kann. Aber da unten weiter finde ich toll, diese Blümchen, die Blumen zum Beispiel, die sie auf Turtle Stitch erzeugt. An und für sich, ich wollte eigentlich noch das Gruppenmodul zeigen, das kann ich gar nicht mehr zeigen, weil wir haben etwas, klär es nur noch schnell, wir haben ein Gruppentool programmiert, wo ich sagen kann, ich kann in Turtle Stitch meine Gruppen anlegen, eine Testgruppe zum Beispiel, und das ermöglicht mir dann, Studenten, Schüler reinzunehmen, ohne dass sie sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren müssen. Das ist ein ganzer, also zum einen ist es in Bezug auf den Datenschutz eine sehr wichtige Maßnahme und zum anderen auch erleichternd für die Lehrer, Lehrerinnen, wenn sie Passwörter ändern müssen oder andere Probleme haben, und das könnten dann oder sollen dann auch nur temporäre Login sein. An und für sich werde ich jetzt hier stoppen damit. Es gebe 100 Sachen noch zu sagen, aber ich bin ein bisschen drüber schon, wollte die Gruppenanmeldung noch erwähnen, ist noch nicht auf der Hauptseite drauf, wird sich bald so ergeben. Und dann stoppe ich mal, gehe nochmal zurück, sage danke sehr. Ein paar Links sind hier und also Turtle Stitch macht sich nicht selber, sondern wird unterstützt primär vom Kinderbüro der Uni Wien, das mich für einen Teil davon anstellt, ein bisschen SAP, und wir haben auch eine Förderung, einen Teil von einem EU-Projekt bekommen, um die Entwicklungen weiterzutreiben. Danke. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank, liebe Andrea. Wir haben noch 2 Minuten. Ah, schön. Sollte es noch irgendwelche Fragen geben, bitte gerne in den Chat schreiben. Ich wollte dir noch die Rückmeldung geben, das mit den Pferden, das hast du richtig eingeschätzt. Das ist auch über den Chat gekommen. Danke, Barbara. Und der Klaus hat auch gemeint, dass diese orientalischen Motive vielleicht auch die Mädchen mit dem Hintergrund, mit dem orientalischen Hintergrund ansprechen könnte. Also auch das ist als Rückmeldung gekommen. Und die tollen Beispiele, die inspirieren richtig. Also mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass das mit dem Schneidplotter auch gut gehen kann und dass man mit Papier so viel machen kann. Also wirklich tolle Ideen. Ich glaube, die Regina, die glüht schon. Ja, ich wollte noch kurz anregen, also wenn es Interesse gibt, auch auf einen stärkeren lokalen Austausch, bin ich gerne bereit. Vereinzelt können auch Leute gerne mit in den internationalen Austausch rein. Also einfach mir eine E-Mail schicken, wenn man Interesse hat, in so einen regelmäßigen Austausch mit reinzugehen, dann werde ich mich bemühen, dass das klappt. Ja, vielen Dank. Es gibt tolles Feedback und wir haben ja auch die Aufzeichnung. Das heißt, man kann sich das auch noch einmal anhören in Ruhe und vielleicht diese Ideen dann genauer studieren. Auch für die anwesenden Teilnehmer sicher eine Möglichkeit, sich mit dem enger zu beschäftigen. Aber vielen Dank für deine tolle Präsentation. Macht richtig Lust darauf. Und ich glaube, die Teilnehmer sind auch begeistert. Dankeschön. Schön, danke, dass das rübergekommen ist. Ich wollte eben ein bisschen den Spaß an der Sache vermitteln, weil es war wirklich ein bisschen hard fun sozusagen, wie ja die ursprüngliche Motivationssituation oder emotionale Motivationslage beschrieben wurde, noch früher mal von den Leuten am MIT. Ja, und Turtle Stitch ist ja auch ein sehr repräsentatives OER-Projekt, eines der ersten in Österreich, würde ich fast sagen. Also auch im Zuge unseres Mottos sehr gut passend. Schön, danke sehr.
Ich stoppe jetzt mal die Aufzeichnung.